Hallo, heute gibt es romantische Fantasy im Hörgenuss. Das hört sich für viele im ersten Moment abschreckend an. Romantasy hat einen sehr schlechten Ruf und dieses Buch würde ich auch absolut nicht unter diese Kategorie fassen. Aber es gab einen romantischen Nebenerzählstrang und der war unglaublich überzeugend, aber auch der Rest der Geschichte. Ihr kennt das, am letzten Donnerstag eines Monats stellen vier Booktuberinnen immer das Hörbuch oder Hörspiel oder den Podcast vor, der sie im vergangenen Monat begeistert hat. Und dazu gibt es eine wachsende Playlist. Wenn ihr auf der Suche nach Hörempfehlungen seid, dann verlinke ich die euch oben. Aber jede Empfehlung, außer die Podcasts, sind natürlich immer auch Empfehlungen zum selber lesen des Buchs. Ich habe Band 1 der Seven Waters-Reihe von Juliette Marillier gelesen im Zuge eines Taste-Tests und dazu erzähle ich euch im passenden Video dazu natürlich mehr. Das ist Die Tochter der Wälder. Das ist eine relativ umfangreiche Fantasy-Reihe, aber nach Band 1 kann man gut aufhören, weil die Geschichte dieser Protagonisten dann erstmal abgeschlossen ist. Ich werde aber weiterhören. Die Tochter der Wälder ist von Tanja Gehkel gelesen, deren Stimmfarbe ich sowieso total liebe und in dem Fall passte auch ihre ruhige Art total gut zu der sehr nach innen gekehrten Protagonistin. Jetzt erzähle ich euch aber erstmal, worum es überhaupt geht in Die Tochter der Wälder. Die Geschichte spielt im 9. Jahrhundert nach Christus und keltische Fürsten müssen sich gegen den Ansturm der Briten wehren. Lange unberührt von diesen Kämpfen wächst unsere Protagonistin Sorka auf, und zwar auf dem Anwesen des Herrn von Seven Waters zusammen mit ihren sechs Brüdern. Die Brüder trifft dann allerdings ein ziemlich schlimmer Fluch und Sorka ist die einzige, die das wieder in Ordnung bringen kann, obwohl sie dafür unglaubliche Opfer bringen muss. Sie nimmt diese kaum ertragbaren Strapazen auf sich, obwohl selbst dann ihr Erfolg ungewiss ist. Ich habe tatsächlich 5 Sterne vergeben. Das ist das erste 5-Sterne-Buch in diesem Jahr. Ich glaube auch, dass das Buch Schwächen hat, aber ich bin nach dem Lesen immer noch so euphorisch, was mein Leseerlebnis angeht. Also es war richtig einfach nur toll. Und das ist für mich der Faktor für die 5 Sterne. Das Buch hat ein sehr gemächliches Tempo. Es wird über einen längeren Zeitraum erzählt. Und es ist trotzdem alles andere als langweilig. Sorka ist eine tolle Protagonistin. Sie muss sehr viel erdulden. Sie hält trotzdem immer fest an ihrer Mission und lässt sich davon nicht abbringen und wächst auch daran. Über das Buch ist eigentlich bekannt, dass es eine Adaption des Märchens Die 7 Schwäne ist. Aber mir war das unbekannt, als ich in das Buch gestartet bin. Und das war eine total positive Überraschung, weil dieses Märchen habe ich adaptiert noch nie gelesen. Super war, dass es stark irisch geprägt ist und ich ja nun gerade erst rund um Ostern selbst in Irland war und irgendwie dadurch noch eine engere Verbindung zur Geschichte bekommen habe. Und das habe ich ganz am Anfang angedeutet, dieses Buch beinhaltet eine großartige Love Story. Ein absoluter Slowburn, der sich ewig hinzieht, der sich ganz langsam entwickelt, der viel ja, nonverbal stattfindet. Es sind Blicke und Gesten und jede Geste zählt. Und dieses Buch beinhaltet eine der schönsten Reden am Ende, um sozusagen die Liebe offen zu legen. Das wird mir noch ewig in Erinnerung bleiben. Und der Love Interest wird einer meiner Top-Book-Boyfriends werden für alle Zeiten. So gut, so, so gut. Aber eben nicht der Fokus der Geschichte. Also Sorka lernt den Love Interest auch erst in der zweiten Hälfte des Buchs kennen. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja. Also, ich hoffe, ich konnte euch die Tochter der Wälder schmackhaft machen. Behaltet im Hinterkopf, dass es eigentlich eine Reihe ist, aber man kann wirklich sehr gut nach Band 1 einfach aufhören. Ich werde aber weiterhören. Ich weiß gar nicht, wer dann im weiteren Verlauf die Hauptfiguren sein werden, ist mir auch egal. Die Art, wie Juliette Marillier die Geschichte erzählt, hat mich so überzeugt, dass ich da einfach ungesehen weiterlesen werde. Und das war's. Jetzt bin ich gespannt, was die Hörgenüsse der anderen Damen waren und würde euch empfehlen, mal auf deren Kanälen vorbeizuschauen. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss.